City Skylines 2 erscheint ja am 24. Oktober und viele fragen sich, wie wird sich das Spiel spielen? Ich kann es euch sagen, ich habe es bereits schon mal gespielt und ich kann euch definitiv sagen, ihr werdet euch nicht sehr umgewöhnen müssen, falls ihr schon City Skylines 1 gespielt habt. Tatsächlich ist es sogar so einfach zu spielen, dass sich Paradox gedacht hat, wir schicken einfach mal eine ganze Horde Streamer in 50 Meter Höhe. Oh! Okay, wir sind jetzt wirklich schon sehr hoch. Und lassen sie auf einem Kran spielen. Ja, das ist tatsächlich auf der Gamescom passiert und nannte sich Cities in the Sky Event. In Cities Skylines 2 werden sowohl die Leben eurer Bürger als auch eure Wirtschaft sehr, sehr detailliert simuliert werden. Darüber hinaus werdet ihr eure Siedlungen weiterentwickeln können und zwar nicht mehr durch das alte System, bei dem ihr letzten Endes einfach immer größere Städte bauen musstet, sondern ihr könnt auch in Zukunft kleinere Städte bauen, wenn ihr das wollt, denn es gibt nun ein entsprechendes Level-Up-System, bei dem ihr die neueren Funktionen auch für kleinere Städte mit weniger Bewohnern freischaltet.